Oh Gott, es ist ein Skelett in voller Rüstung. Oh Gott, oh Gott. Ah, oh Gott, ist das schnell. Geh weg, geh weg. Oh, kein Mana mehr. Oh, oh. Höheres Skelett. Okay. Abgeblockt. Bronzeanhänger der Verteidigung. Oh, Lebensenergie festigen 10 Punkte. Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber ich glaube, ja, wir haben hier 10 Rüstungspunkte bzw. Prozent mehr. Ich würde mal sagen, das bringt uns ein klein wenig mehr. Oh, ich darf mich ja nicht über die Ruine spoilern. Habe ich noch nicht gemacht, meine Freunde. Ich habe noch nicht unten hingeschaut. Ich hoffe, ihr auch noch nicht. Ich vergesse das immer, weil ich nie da unten hinschaue. Also in solchen Ruinen hinschaue. Zum Navigieren auf der World Map ist diese Minikarte einfach unerlässlich und super platzlis. Platzlis, ja, sehr platzlis. Nein, praktisch. Ah, fast übersehen. Das Skelett hatte... Oh Gott, was hält das so viel aus? Das hat doch noch nicht mal eine Rüstung. Jesus. Puh. Hat auch Stufe 22 wahrscheinlich, genau wie die ganzen anderen Kerle hier. Wasseratmungstrank, okay. Ist das vielleicht ein Hinweis auf den weiteren Verlauf dieser Ruine? Mir gefällt das ganz und gar nicht, dass ich hier bei jedem Feind mein komplettes Mana leer pumpen muss. Und dann bei den Magiern sogar noch ein bisschen mehr. Oh, hallo. Bei den Magiern sogar noch ein bisschen mehr, weil sie sich ja ständig heilen, kurz bevor sie eigentlich sterben. Ah, geh weg! Ich will gucken, was für Stiefel das sind. Berserker-Stiefel, okay, nehmen wir mit. Ich weiß gerade gar nicht, was für Stiefel habe ich denn überhaupt an? Sind das noch die Rottenmeister-Stiefel? Tatsächlich. Lebensenergie festigen, 5 Punkte. Warte, wie viele Rüstungen haben die? 2? Das Ding hat schon doppelt so viel. Habe ich vielleicht irgendwas... Hätte ich schon Lebensenergie festigen, würde ich das vielleicht... Moment, ich teste mal kurz aus. Was bringt mir das noch so vom 4-Teile-Bonus, die Stiefel? Schwere Rüstung plus 3. Nee. 52 Rüstung bringt mir hiermit trotzdem mehr. Also ich würde das schon ersetzen. Lebensenergie festigen. Moment kurz. Wie sehen die überhaupt aus? Oh Gott! Komme mir ja vor wie ein Zwerg. Meine Beine sehen dadurch so kurz aus. Haben wir zufällig irgendwas? Festigen Stärke 3 Punkte. Oh, gar nicht mal so schlecht eigentlich. So, diese Sachen, die kann ich aber nur auf Waffen machen, oder? Ja, logisch. Oh, Feuerschaden, ein Punkt, alles so. Ich glaube, ich habe bis jetzt immer so gezögert, aber die normalen Topasse und Smaragde und so und Rubine, die ganz normalen Edelsteine werde ich, glaube ich, beim nächsten Händler mal verkaufen. Man braucht die zwar zum Schmieden, soweit ich weiß, aber bis jetzt konnte ich mir noch nichts schmieden, was irgendwie mir so wahnsinnig viel gebracht hätte. Okay, weißt du was? Ich habe Bock auf neue Stiefel. Nennen wir sie einfach mal... Kräftiger Tritt. Der Klassiker. Noch habe ich kein An... Wieso habe ich nur noch so wenig Rüstung? Kaum verzauber ich mal was, habe ich nicht mehr 52 Rüstung, sondern nur noch 46. Was ist hier los? Wo ist meine Rüstung hin? Komisch. Einfach mal alles reparieren. Auch wenn ich die Dolche gar nicht hätte reparieren müssen. Obwohl, sind die dann mehr wert? Oh, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Dammit. Komisch, wieso habe ich nicht mehr 52 Rüstung? Ist irgendein Buff abgelaufen? Jetzt plötzlich 57. Ach, wahrscheinlich gab es nur irgendeinen komischen Bug. Ja, okay, jetzt statt 4, statt plus 2 kriege ich jetzt plus 3 Rüstung. Aber wir müssten dann eigentlich 55 Rüstungspunkte haben hier unten. Aber wir haben jetzt 57... Gerade eben waren es noch 57. Na gut, dann hat er jetzt richtig gezählt. Aber statt 560 können wir jetzt 576 tragen. Eine ganze Stange mehr wegen den 3 Stärkepunkten.
Jetzt habe ich nicht mal einen Stärkepunkt, sondern drei Stärkepunkte, also zwei mehr. Und Lebensenergie festigen, ja, auf die fünf Punkte verzichte ich jetzt einfach mal. Ich muss so langsam mal wieder ein bisschen auf Konstitution setzen, fällt mir so ein. Und ja, und sonst hat es schwere Rüstung, glaube ich, noch gebracht, oder? Es war schwere Rüstung. Komm, komm. Ja, okay. Dann noch einmal kurz nachblättern. Was kann ich leveln, um mir Konstitution zu verschaffen? Blocken, okay, aber das steigt sehr, sehr langsam. Moment kurz, habe ich nicht drauf geachtet. Hier. Schwere Rüstung, ja, das steigt auch nicht unbedingt sehr schnell. Und wenn ich mich recht erinnere, ja genau, wenn ich beim Trainer die Sachen hochtrainiere, dann kriege ich ja nichts bei meinem nächsten Level up. Sonst hätte ich das bei Handwerkskunst gemerkt. Akrobatik. Ich könnte eine ganze Weile lang auf der Stelle rumhüpfen. Könnte mir auch was bringen. Sonst habe ich hier nichts wirklich, was mir Konstitution bringt. Ist ja heftig. Na gut. Damit muss ich jetzt wohl klarkommen. Und die nächsten Level-Ups dann wahrscheinlich mal wieder hier so ein bisschen, ne? Oh, hallo. Oh Gott, da kommt noch einer. Nein! Oh, oh Gott! Oh, hat mich das erschrocken. Gott, war das viel schnell. Na? 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 Meine Güte! Jetzt aber ganz schnell mal wieder ruhig mit den Lungen, mit den Lungenpferden. Es sind Pferde mit ganz besonders großer Lunge. So. Puh. Muss echt anfangen, hier die Luft anzuhalten bei den Kämpfen. Das ist ja nicht mehr feierlich. Oh, ich dachte gerade eben, das Vieh wäre am Leben. Ich hätte es nur irgendwie umgeschmissen. Dadurch, dass ich die Tür aufgemacht habe. So. Oh nein. Nein, 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 geh weg, geh weg. Bah, geh weg, geh weg. So. Tut trotzdem weh. So. Gerade noch gesehen, dass er gerade blockt, also noch ein Feuerzauber hinterher. Puh. Ja, da habt ihr eure Herausforderung. An all die Leute von euch, die die ganze Zeit gesagt haben: Hey Stone, das Spiel ist ja voll einfach geworden. Mach mal, dass es wieder schwieriger wird. So ist das doch blöd. Boah. Ich glaube, ich werde das nächste Mal, wenn ich Tränke braue, mir wieder ordentlich Mana-Tränke machen, weil die einfachen Magietränke, die ich hier habe, die sind eigentlich schlechter. So. Berserker-Handschuhe auch noch. Aber ich glaube, die haben wir derzeit ausgerüstet, oder? Selbstverzauberte. Hier. Mana-Griff. Ich glaube, das waren Berserker-Handschuhe. Die sehen auch so fett aus. Oh Gott, sehen die... Ich brauche Berserker-Beinschienen. Das kann ich doch nicht so lassen. Ah, okay. Ein klein wenig extra Loot. Hoffentlich werde ich da nicht gleich eingesperrt. Berserker-Turmschild. Berserker-Helm. Dunkles Omen. Holy sweet nice bejesus. Und einige Leute von euch denken echt, dass ich statt Jesus, Jesus sage. Ich muss das echt mal für euch betonen. Also Jesus mit Käse und Jesus mit J. 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 J ist also ein der Buchstabe J. Kennt ja jeder, ne? J. J. So. Berserker-Handschuhe. Jupp, gerade ausgerüstet, sind tatsächlich Berserker-Handschuhe, die ich da habe. Berserker-Turmschild, 6 Schutz, das ist ja echt wenig. Na gut, da ist sogar Aerodans Schild besser. Na gut, wenn ich das repariere, werde ich wahrscheinlich auf 8 haben. Na gut, na gut, na gut. Jetzt sage ich aber oft, na gut. Ich habe hier eine interessante Waffe gefunden. Oh, 20 Schaden nur, schade. Einfach alles reparieren. 25 Schaden. Hm,
Hast du das gemeint, Maglas? Also falls du damit gemeint hast, dass ich mal in die Ruine gehen sollte. Das Ding sieht zwar schon cool aus. Mir gefällt dieser leuchtende Stein in der Mitte oben. Aber das macht einfach viel weniger Schaden. Sogar weniger Schaden als mein grausamer Spitzhammer. Na gut, wir sind ja noch nicht am Ende der Ruine angekommen. Hier habe ich nichts vergessen. Nein, hier waren zwei Berserkerteile und noch diese Waffe. So, du auch noch. Nein. Nein. Jo. Jo, komm schon, bisschen Mana, komm, komm. Sehr gut. Oh, ich krieg sogar bald wieder mein Level up. Nice. Na, kein Wunder, so arschhart wie die Gegner hier sind in der Ruine. Das ist ja nicht mehr lustig. Na, gib mir mal noch so einen einfachen hier. Ich möchte nicht warten. Oh Gott, nein. Irgendeiner, der sich unsichtbar machen kann. Ah! Oh no, not you again. Habe ich eigentlich einen Lebenszauber? Das habe ich mich auch schon immer mal gefragt. Ich glaube nicht, ich habe hier... Nee. Ich habe nur die Stille gegen Zauber. Nein! Was? So. Oh Gott, es reflektiert auf mich. Ich hab's vergessen, dass der... Oh Gott. Also ich bin echt schlau. Ich denke sonst immer daran. Oh Gott, mit meinem neuen Rüstungswert ist das ein Genuss. Wie ich diesen Zweihänder fressen konnte. Wenn er Zauber castet, um Himmels Willen, Beine in die Hand nehmen, der zieht mir die Hälfte vom Leben ab. Aber ich glaube, am gefährlichsten sind diese Kerle echt, wenn ich mit meinem eigenen Zauber auf sie schieße und sie dann reflektieren. Weil das hat sich irgendwie am schmerzhaftesten angefühlt. Nein! Na, dann wollen wir mal jetzt hier den Rest ein bisschen ausräumen. Boah, es gibt hier so viele Seitengänge und kleine Türen. Da möchte man nichts verpassen. Oh, hier da rechts oben bin ich hergekommen. Hier ist nichts. Hier haben wir noch eine Truhe. Gegengifte. Na gut, ich habe jetzt auch bisher schon Wasseratmungstränke hier gefunden. War soweit kein Hinweis auf etwas, was noch kommen könnte. Auch gerade eben erst bemerkt, dass diese Gegengifttränke, habe ich dich schon gehabt? Jawohl, da waren die 5 Goldmünzen drin. Dass die Gegengifttränke tatsächlich 100 Münzen wert sind. Das ist ja schon eine ordentliche Stange. So, oh, da unten sieht es nach einem offenen Raum aus. Header! Der an der Kante hängen bleibt. Boom! Schade, dass es keine verschiedenen Hitboxen gibt. Oh Gott, was war das? Ach, ich glaube eine Falle. Aha! Ich kann sie zu meinem Vorteil nutzen. So. Ja, zu meinem Vorteil. Hehehe. Warte, bis wohin kann ich gehen, ohne dass sie mich zerfetzen? Bis dahin. Auch wenn ich jetzt unfairerweise den Sprint benutzt habe, das sollten wir ja eigentlich nicht machen. Aber kommt schon, solche Timingfallen, kommt schon. Beim zweiten Mal habe ich es auch nicht mehr benutzt. Ach, wie süß. Oh, hallo. Seht ihr das? Ganz viele kleine Skelette und in der Mitte auch ein Mini-Skelett, aber mit einem Feuerball in der Hand. Oh, das Design gefällt mir richtig gut an dem. Coole Idee, dass er die ganze Zeit diesen Feuerball in der Hand hält. Okay. Go. Greift ihr mich nicht an? Seid ihr friedlich? Hi. Leon. Boom, 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 kabim. Warum habt ihr so viel Leben, ihr kleinen Plagegeister? Au, oh Gott, ich hab das vergessen. Ich hab das vergessen. Hilfe. Hab das vergessen. Scheiße. Was macht ihr da?
Au, au, oh Gott. Ah, ah. Scheiße. Ah, ich bin noch einmal kurz nach hinten zurück ausgewichen. Aber zu spät. Mist. Okay, wir brauchen hier eine andere Taktik. Obwohl, die Taktik fand ich gar nicht mal so schlecht. Scheiße, die sind zu klein für die. So, ich muss nur aufpassen auf diesen Leon da hinten. Der ist der Rudelführer. Da hinten steht er. Ich sehe ihn schon. Bisschen vorsichtig sein. Vorsichtig. Konzentrieren. Level up. Sehr gut. So. Jetzt etwas, was ich lange nicht mehr gemacht habe. Was ich noch nie gemacht habe. Einen Morgenlufttrank, um meine Ausdauer hochzupushen, damit meine Zauber effektiv bleiben. Da ist der. Da ist der Drecksack. Oh Gott, der hat viel Leben. Okay. Jetzt wäre es praktisch. Hier, so. Okay. Okay. Jetzt. Magika wiederherstellen. Jetzt. Stille. Shit. Stop fucking moving. Auch wenn der scheinbar gerade so ein bisschen... Ach, da sitzen zwei übereinander. Oh Gott, hat er viel Leben. Oh Gott, nein, das war der falsche Magietrank. Dammit. Nie gebackt? Hallo? Kinas! Okay, ich glaube, wir müssen uns jetzt tatsächlich mal einmal damit zufriedenstellen, ja, dass ich irgendwie... Ha! Huh. Sagen wir einfach mal, ich hätte ansonsten auch den Gegner geschafft mit der Vorbereitung und mit diesem Kampfstil dieses Mal. Aber ich muss echt sagen, was mir eigentlich ganz gut gefällt, also mir gefällt ganz gut, dass ich jetzt vorhin gestorben bin, ganz ehrlich, weil jetzt kommt doch wieder so ein bisschen, dadurch, dass ich den Schwierigkeitsgrad aufs Maximum gestellt habe, ein bisschen Taktik mehr rein und man muss ein bisschen besser nachdenken, wo man eventuell Gegner, okay, von denen hat kein einziger was Interessantes dabei, wo man die Gegner hinlockt und wo man mit ihnen kämpfen möchte. Okay, dieser Leon hat echt nichts gehabt, außer diesen doofen Stab. Jetzt ist wieder ein bisschen mehr Taktik hier im Kampf. Ah, da sind noch Überbleibsel oder was? So. Ich steige gleich die Stufe auf. Obwohl, wisst ihr was? Was soll der Geiz? Ich mache das jetzt einfach direkt. Wenn ich nicht zu blöd bin, um mein Tagebuch zu finden. Hier. Voilà. Ein Level up. Genau, 5 Intelligenz. Maximalbonus, weil wir Beschwörung geskillt haben. Und Konstitution haue ich auch mal wieder hoch. Paar mehr Lebenspunkte können nicht schaden. Und Stärke. Oder Willenskraft, ne? Stärke. Ich glaube, da bin ich relativ zufrieden derzeit. Widerstand gegen Magie. Ich weiß nicht, wie viel das tatsächlich bringt, Widerstand gegen Magie. Diese 2 Punkte hier, aber so sehr, wie ich von Zaubern derzeit eingeschenkt bekomme, kann das nicht schaden. Das tut mir nämlich derzeit noch ziemlich weh. Hat man ja an den Blitzen von dem Typen vorhin gesehen.
Ihr könnt nun den vierten Rang der Magie, ach tatsächlich, der vierte jetzt. Ich habe irgendwie vorher gerechnet, warte, 21, immer in 7er Schritten, also 3 mal 7, ja, das ist dann Rang 3. Nein, natürlich nicht. Rang 1 konnten wir schon von Anfang an mit Stufe 1 und danach 3 Ränge dazu, also könnten wir jetzt die Rang 4er Zauber, Gegenzauber Rang 4, Frostschild Rang 4 und Entbürdung Rang 4. Nice. Schneesturm Rang 2, ja, ich muss gerade mal gucken. Mir wurde nämlich auch der nette Tipp gegeben, dass diese Ruinen, Moment, Schneesturm, hatte ich nicht. Denn man kann diese Ruinen anklicken, diese Runen anklicken und dann tatsächlich ist es so, dass wenn ich zum Beispiel Feuer bis Rang 2 schon habe, schon kann und dann Rune Rang 2 anklicke, verschwindet die Rune aus meinem Inventar, habe aber logischerweise nichts dazu gelernt. Das ist so ein bisschen blöd. So, jetzt wollen wir mal schauen. Frostschild Rang 4. Schild 20% ist verdammt geil, aber erfordert Veränderung Rang 75. Jesus. Das kann ich für eine Weile lang nicht machen. Illusion 50? Kann ich leider auch nicht machen. Aber gut, dass ich es gelernt habe. Hahaha. Schockschild Rang 2. Veränderung 25. Das könnte ich auch mal skillen. Wie viel habe ich denn auf Veränderung mittlerweile? 12. Ließe sich genau wie Beschwörung eigentlich relativ schnell hochtreiben. Mach ich mal bei Gelegenheit. Gucken wir uns erstmal den Loot hier an.